Going downtown. This door is locked. On it is painted a picture of a staff superimposed on a convex disc. Ja, okay. A sign just inside the entrance says Bill Dugan, Representative, Temple of Blood. Pamphlets lay here describing the tough criteria for temple initiates. Alles gehört definitiv alles noch zu der vier Jerks. Hau die Jerks um. Halten doch ein bisschen mehr aus, die Jerks. Ja, bringen auch schon 100. Ui, was ist los hier? Die haben sogar Autos. Crowley's Occult Shop. There's a clerk with a foot-long beard sleeping in a corner. Shelves hold various mystical items. Fortune-telling, Spellbooks. Crystal Ball. It's no use trying to wake up the proprietor. He's been asleep for weeks, it seems. Okay. Completely wrecked truck. This Hollywood-style shop used to sell movie stills, posters, press kits and scripts. But all of this stuff has been ripped. All that remains are some posters sealed to the wall behind plastic. Okay. Oh, drei Jerks. Ich habe hier noch keinen Platz, wo ich mich ausruhen kann. Jedenfalls ist mir noch keiner. Hab noch keinen getestet. Ouch. This abandoned art gallery is now a shelter for those homeless people who don't want to become hobo dogs. Give me some squeezins. Okay, ihr steht nicht im Weg, euch muss ich nichts geben. A Howitzer made hole. Howitzer ist ein Geschütz gewesen. Also, ist immer noch ein Geschütz, aber ja. This is a working howitzer. You don't see any shells around though. Okay. Also wir könnten die ganze Stadt hier in Schutt und Asche legen, wenn wir ein bisschen Munition hätten. Der will uns aber noch nicht durchlassen. Mhm. Ein Humanoid und 5 Jerks. Okay. Ich glaube, der Humanoid ist der Türsteher, der will gar nicht kämpfen. Der guckt nur zu, wie wir von den Jerks verprügelt werden. Ah, seriously wounds him. Nicht gut. Nicht gut. Oh, doch geschafft, okay. Fuck. Run, Party, da lang. So, ich... Snake kann man noch, okay. Du... Use Snake Skill Medicine of Thresher. Fresh is improving. Sehr gut. Use Snake Skill Medic auf Hellraiser is improving. Und ich konnte hier schon aus der Stadt raus, ne? Ja. Mist. Nein. Wir sind nun bei einem anderen Downtown. 4 Leather Jerks. Run Party. Da lang. Ah, fuck.
Run Party. Das Spielchen wieder. Ich denke, es war's. Yep. Run Party. Run Party. Und vorbei. Ja, keine Sorge. Ich starte gleich wieder. Und ja, die Auflösung ist gerade ein bisschen durcheinander, weil das Spiel sich mal zwischen verschiedenen Auflösungen hin und her springt. Und OBS das nicht so mag. Ja, das sieht doch schon besser aus. So. Also er macht wirklich ein Autosave bei jedem Wechsel anscheinend. Also wir bleiben einfach mal hier stehen und hoffen das Beste. Ne, das war nicht eine gute Idee. Wenigstens können die anscheinend nicht genug Schaden machen, um jemanden serious zu verletzen. Ich versuche diese aber umzuhauen, Attack. Go, Thresher! Also. Vielleicht kann ich hier drin schlafen? Seid wieder fit? Alle wieder fit mit 2 Punkten. Wow. Ja, wir müssen jetzt sehr lange hier in dieser Herberge uns ausruhen und verstecken. Alle Wunden bandagieren und dergleichen. Um dann einigermaßen gut hier wieder rauszukommen. Weil die Jerks sind einfach zu viel. Vor allem, wenn es 3 oder 4 sind. Das passt einfach nicht. Keine Beförderung. Okay, sollte reichen, um hier rauszukommen. Ich will einfach nur zurück zu dem. Yep, zu dem hier. Gucken, was denn noch so hier ist. Ein Jerk. Ja, ein Jerk ist für Ordnung. Das geht klar. Das sind gute Erfahrungspunkte, die nimmt man gerne mit. The Train Engineer Jails all on board, get on. Da geht's raus.
Bord. Hat seinen Spaß, hier 50 Meter geradeaus zu fahren und 50 Meter wieder zurückzufahren. Das sind echt komische Leute hier. Las Vegas. Las Vegas Library. You're in the room. Ist das ein Tattoo oder bist du ein Zombie? Das ist hoffentlich ein Tattoo. You're on the remains of the Las Vegas Library. Who wants to enter? Angela? Oh, yes! Skill Points 1, das klingt wenig. IQ 3, Points 1, Level... Was auch immer. Ich hätte gerne... Knife Fighting. Haben wir das bekommen? You have too much on your mind to learn anything. Also anscheinend hat sie es bekommen. Hellraiser. Du hast Knife Throwing. Ich hätte aber gerne Knife Fighting. Thresher hat schon. Snake. Knife Fighter hat noch einen mehr. Okay. Pistol hast du schon. Perception hast du auch schon. Es gibt so viel Zeugs. Medic nochmal erhöhen? Oder Cryptology? Weil er ist ja unser Brains. Ich glaube, sowas würde mehr Sinn machen, noch ein Skill zu nehmen, die wir gar nicht haben. Was steht da? Achso, es braucht 2 Punkte, das freizuschalten. Wir haben irgendwie ganz schön wenige Skillpunkte. Warte, du hast jetzt dein Knife Fighting Escape. Thresher hat Knife Fighting 2. Hätte jetzt noch einen über, aber boah, nicht unbedingt. Nee, dankeschön. Das ist genau das, was ich wollte. Ich dachte eigentlich, es gibt eher Lehrer anstatt eine Bücherei, aber anscheinend sind das sehr interessante Bücher über Messerstechereien. Und jetzt haben alle... den Skill Knife Fight. Den wir jetzt auch schön leveln sollten. Und ich will nicht wissen, wie stark die Gangster in L.A. sind. Das heißt, ich hau hier gleich wieder ab. Und wir kriegen mich runter in meine mieselige Höhle. Und da kämpfen wir erstmal eine Weile. Und kriegen so das Skill ab. Jo. Ja, das klingt auch viel, viel besser. So, 3 Little People und 3 Undergrounder. Attack. Little People, Little People, Little People, Little People. Oh, die machen ganz schön viel Schaden, die Little People. Das ist fast tot. Sollte jetzt nur noch ein oder zwei sein, ne? Hellraiser's K.O. Die bringen fast gar nichts. Okay, stopp, 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 stopp. Use. Snake, Skill. Medic, Hellraiser is improving. Okay, boom, boom, boom. Nein, ich will nicht gegen Little People kämpfen, die sind... Oh fuck, der ist genau im Weg. Kann ich durch die durch? Das ist wohl ein Nein. Wie können die von da hinten noch hauen?
Die sind schnell, die Little People. Geht das wieder los? Wir haben es geschafft. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Vor allem werden wir gleich in die nächste Falle rein. Mist. Reinstolpern. Ah, sind zu schnell. Bitte lass sie nach unten gehen, dann kann ich vielleicht einen Benny Hill-Moment machen. Nein, kann ich nicht. Nach links. Knock, 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 knock. Ich habe mir die Höhen jetzt wesentlich einfacher vorgestellt. Run. Ich meine, es ist das nächste Ziel für die Gruppe. Alles andere haben sie erledigt mit den Hasen und so. Dann auch sowas hier zu treffen, was keine Erfahrungspunkte gibt. Das, die waren noch schlimmer. Die sind im Weg. Ja, haut mich um. Ist okay. Ja. Yes. Attack, attack. Komm. Was? Ich will hier raus. Das heißt, wir gehen jetzt Hasen jagen, sehe ich das richtig? Wir drehen sofort wieder um, wir gehen nicht hier in die Höhle rein. Wusch. Und gehen stattdessen Hasen jagen, um unser Messerskill hochzubekommen, um dann hoffentlich irgendwann hier in der Höhle weitermachen zu können. Entweder das oder wir überspringen die Höhle. Und gehen stattdessen lieber, ja, zurück in die Stadt der Diebe. Da war es eigentlich nicht schlecht. Also wesentlich angenehmer als hier bei den Zwergen. So, den Namen übrigens mal merken. Nein, wir gehen gleich wieder raus. Jetzt mit Auflösung wieder hinbekommen. So. Also nicht in der Höhle, sondern Quarz und hier einfach Deserter und ähnlichen Ramsch umhauen. In der Hoffnung, dass wir ein, zwei Skillers bekommen. Und vielleicht doch nochmal Geld. Wobei ich denke, bei den Randoms kann das gar nicht passieren. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ja. Achso, und wir sollten uns vielleicht lieber in der Nähe von dem Ding hier rumtreiben, nur für den Fall, dass irgendwas nicht so gut läuft. Die Zombies waren, glaube ich, auch nicht schlecht. Lester Moore. St. Andre, Anno Mutant, Mediocre Fred, Richard Pickman. Zwei Gräber für Richard Pickman. Es muss ein sehr breiter Geselle gewesen sein. Na, will mich keiner überfallen? Sieht doch schon besser aus. Aber Skillgens scheinen echt sehr selten gesehen zu sein.
Ja, und regulär gibt es nicht so viele Erfahrungspunkte für die. Aber wir machen sehr gut Schaden mit denen. Also auch wenn der Skill jetzt nicht hoch ist, allein dass ein Punkt drin ist, könnte schon reichen, dass die wesentlich besser damit arbeiten können. Was ist eine Gunsel? Tot. Tot ist eine Gunsel. Wo war hier ein Geschäft? Also Krankenhaus gab es, Taverne gab es, Herberge gab es. Ne. Kunst umhauen. Emergency Clinic. Ja, also hier ist die Klinik. Ganz oben links das weiße Gebäude. Ja, Kaktus. Aber schön, wie hörig meine Soldaten sind, ne? Wenn ich sage, lauf in den Kaktus, dann laufen die verdammt nochmal in den Kaktus.